Hallo, mein Name ist Timo Lauper von der Firma Fido. Nachdem wir viele Anfragen bekommen haben, wie funktioniert das Smartboard in Kombination mit einem externen Rechner? Wie sieht denn das Ganze aus? Wie lässt sich das handeln? Dachten wir uns, wir machen mal ein Video drüber und zeigen Ihnen das live an unserem Smartboard. Allgemein haben wir mehrere Möglichkeiten von externen PCs. Sie können Ihr Notebook anschließen, ganz einfach über die Schnittstelle hier. Sie können PC anschließen. Sie haben aber auch die Möglichkeit über einen NUC oder OPS-PC. Wir haben eine Intel Compute Card hier, kabellos zu arbeiten. Allgemein können Sie bis zu drei externe PCs anschließen. Wobei mit der Intel Compute Card sind es insgesamt sogar vier. Über Input kommen Sie ganz einfach auf Ihren freigegebenen PC. Und Sie sehen es. Wir haben hier ein ganz normales Windows 10 Betriebssystem mit allen Anwendungen, die eben Ihr Notebook Ihnen auch bietet. Nur der feine Unterschied ist dieser kleine Finger hier. Das ist die Smart Ink Software, die sich drüber legt, wo eben das interaktive Arbeiten hier ermöglicht. Beispielsweise per Touch einen Browser zu öffnen, hier Google Chrome. Zusätzlich ermöglicht die Smart Ink Software, wie Sie sehen, wenn ich ein Feld anklicke, wo ich Buchstaben eintippen muss, öffnet sich eine virtuelle Tastatur, wie Sie es von Android, von Ihrem Apple-Gerät kennen. Und hier könnte ich beispielsweise Fido Rottenburg suchen oder Fido Bürosysteme, um auf unsere Webseite zuzugreifen. Und dann lande ich auf der Webseite hier. Was Sie immer machen können, im Browser, bei Microsoft Office-Anwendungen, Sie können drin schreiben. Das heißt, ich gehe auf unsere Smartboards. Mit einem Finger wische ich mich durch die Webseite. Ich könnte aber auch hier anhand des Balkens hoch und runter wischen. Mit dem Finger ist es interaktiver. Und könnte hier nun direkt in die Webseite schreiben. Und eine Live-Analyse mit Kollegen. Wenn ich meinen Bildschirm teile, in Videokonferenzen, alles sichtbar. Dank vier Stiften habe ich mehrere Farben hier zur Auswahl. Und ich könnte beispielsweise hier unsere Lage Boards nochmal hervorheben. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe auch die Möglichkeit, mit einem Handballen oder mit einem physischen Körper die Notizen zu löschen. Ja, so mal zum Anfang, zum Warmwerden hier, eine kleine Funktion. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Netzlaufwerk habe oder ein DMS-System, wie wir hier ebenfalls haben, möchte ich aufs Netzlaufwerk zugreifen, klicke mich mit Doppelklick durch, gehe in meinen Ordner und öffne hier eine PowerPoint-Präsentation beispielsweise. Und sehe hier die ganz normale PowerPoint-Oberfläche. Habe hier aber zusätzlich den Reiter Zeichnen. Das ist von Microsoft, von Windows, in dem Fall eigene Lösung. Die ist immer drin, sobald Sie Touch-Funktion aktiviert haben. Und hier habe ich dann gewisse Funktionen. Ich möchte nur auswählen. Dann kann ich hier ganz normal auswählen. Ich habe hier wieder ein Tippfenster, deswegen auch die Tastatur. Ich möchte mit dem Finger zeichnen, auch möglich. Da gehe ich dann ran und möchte beispielsweise markieren und markiere hier oben die Überschrift. Habe hier ein Lineal beispielsweise, da könnte ich jetzt hier einen akkuraten Strich zeichnen. Sie sehen es hier. Wenn man es jetzt mal richtig macht, gehen wir weg vom Marker. So, da habe ich hier einen Strich. Und ich habe Freihand in Text, Freihand in Form, Freihand in Gleichung. Und ja, Stift hinzufügen, kann ich noch verschiedene Arten von Stiften hinzufügen.
Das ist dann immer in jeder Microsoft Office-Anwendung, ob ich jetzt in Word bin, ob ich in PowerPoint bin, Publisher, Excel, ist diese Reiter Zeichnen eingebettet. Gehe ich jetzt in die Bildschirmpräsentation. In der Bildschirmpräsentation beispielsweise, ich habe ein Vertriebsmeeting, Marketing, Showfix oder irgendwelche verschiedenen Besprechungsarten, kann ich ganz normal durchwischen, meine PowerPoint durchklicken. Das geht mit einer kurzen Fingerbewegung. Hier vor und zurück. Habe aber auch die Möglichkeit hier unten neue Folien hinzuzufügen. Das heißt, ich habe jetzt hier in meinem Layout, wie es die vorherigen Folien waren, eine neue Folie und kann hier beispielsweise kurze Protokollannotationen, Notizen hinzufügen, zum Beispiel Datum ändern. Kann hier mit Farben variieren, Anmeldungen. Im Newsletter. Und kann hier Zeichnungen machen, ich könnte Bilder einfügen. Und wenn ich jetzt wieder hier rausgehe aus der Präsentation, sehe ich, ich habe hier eine neue Folie hinzugefügt, die wird direkt übernommen. Gehe hier auf Datei, Speichern und habe dann eben die PowerPoint-Präsentation mit den Live-Änderungen. Und könnt ihr die dann wieder verteilen, bereitstellen. Und jeder weiß, okay, was wurde hier besprochen? Ohne Medienbruch. Sie sind direkt in der PowerPoint-Präsentation und können dort interaktiv arbeiten. Darüber hinaus haben wir hier auch klassische Videokonferenzlösungen. Teams, TeamViewer, GoToMeeting und Skype for Business beispielsweise. Es könnte hier noch Zoom sein. Es gibt ja unzählige von Lösungen. Gehen wir mal in Microsoft Teams beispielsweise rein. Es dauert immer kurz. Öffnet sich es und ja, können Sie ganz normal drin arbeiten. Sie können die Webcam benutzen. Wir haben hier eine und können Ihren Bildschirm teilen. Sie können interaktiv zusammenarbeiten. Hier bietet beispielsweise Teams bzw. Microsoft auch einen Microsoft Whiteboard-Modus. Der ist gratis. Den können Sie als Plugin bei Teams installieren. Und dort können Sie, da haben wir schon ein bisschen rumgezeichnet, mit Ihren Teammitgliedern kostenlos, ohne Kosten, Inhalt erstellen, zusammenarbeiten. Wie das Ganze aussieht mit Microsoft Whiteboard, mit Microsoft Teams, vielleicht auch GoToMeeting, wie das Ganze aussieht in der Umsetzung mit Smartboard, das zeige ich Ihnen in einem weiteren Video. Ich wollte es nur mal anschneiden. Und ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wichtig ist immer, Sie brauchen HDMI für die Bildübertragung, USB-Druckerkabel, sage ich immer, für die USB-Schnittstelle. Bei den neuen Modellen gibt es USB-C, da benötigen Sie nur ein Kabel. Wenn Sie eine Intel Compute Card haben wie wir, haben Sie keinerlei Kabel sichtbar. Mit einem NUC ist es im Endeffekt für Teilnehmer auch nicht sichtbar. Und so sieht es in der Umsetzung aus. Nochmal kurz zum Mitschreiben. Ich habe hier unten Input, habe hier meine Eingänge und gehe dann eben auf meinen PC und habe hier alles, was ich brauche. Ja, so viel von mir zum Thema externer PC und Smartboard. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne. Ich hoffe, Ihnen das Video hat Sie so ein bisschen weitergebracht fürs Verständnis, wie das funktioniert. Und ja, würde sagen, man hört voneinander. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Ciao.